darf Sie begrüßen zum Pressegespräch vor den anstehenden Spieltag der SG Rathen Krimmenschau. Kurz der Blick auf die aktuelle Tabelle. Der 43. und 44. Spieltag steht für die SG Rathen bevor. Das heißt, die letzten beiden Spieltage der Vorrunde. Im Anschluss an das Auswärtsspiel am Sonntag schließt sich dann eine Zwischenrunde an, die sich nach der Tabelle nach dem Sonntag richtet, wo dann jeweils nochmal 5 Heimspiele auf die SG Rathen Krimmenschau zukommen, genauso 5 Auswärtsspiele unter Vorführung der dann aktuell geltenden Tabelle. Also die wird weitergeführt. Nach diesen 10 Spieltagen der Zwischenrunde ergeben sich dann die Platzierungen für die Playoff und die Playdown-Spiele im Anschluss. Bisschen vorausgeblickt möchten wir vielleicht beginnen mit Geschäftsführer René Rodosch und einen Blick auf eine Aktion zum anstehenden Heimspiel am morgigen Freitag, wo wir besondere Gäste hier bei uns von der Sparkasse begrüßen können. Ja, zum einen haben wir die jährliche Sparkassenaktion, die wir mit der Sparkasse Zwickau gemeinsam umsetzen, betrifft dort die S-Club-Mitgliedern. Das heißt, junge Leute, die sich engagiert über die Sparkasse beteiligt haben an einem Gewinnspiel, was jedes Jahr dort stattfindet, im S-Club-Magazin. Und dort werden wir über 50 Gäste haben. Das sind die Teilnehmer, die dort an dem Quiz teilgenommen haben. Die sind zum einen unsere Gäste. Und zum anderen gibt es in der ersten Drittelpause dann die Gewinnübergabe. Das heißt, für alle richtigen Einsendungen und richtigen Lösungen gibt es insgesamt 3 ganz interessante Preise von den Eispiraten. Das Ganze wird ausgelost während des ersten Drittels und dann an der ersten Drittelpause übergeben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Sparkasse Zwickau seit Jahren eigentlich diese Aktion mit uns gemeinsam durchführt. Und ich glaube auch, die Resonanz dieses Jahr hat wieder bestätigt, dass wir dafür ein interessanter und guter Partner sind und freuen uns deswegen natürlich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Kommen wir auf die sportliche Situation zu sprechen, Kadersituation bzw. Kaderveränderung. Da gab es den Abgang von Maximilian Faber zu vermelden, Transferschluss, 31. Januar, das heißt morgen. Was gibt es da aktuelles zu sagen? Ja gut, wir waren immer im Wesentlichen vor Fragen sicherlich, die davon Interesse sind. Wir wissen, die Deadline des Transferschlusses besteht. Wir sind aktuell noch in vereinzelten Überlegungen und Planungen, was wir noch tun bis Ende der Transferperiode, um eben das Team entsprechend abzusichern, beziehungsweise dort auch noch zu überlegen, okay, werden wir dort nochmal tätig oder nicht. Final wird das Ganze morgen sein, weil dann ist auch Transferschluss. Das heißt, zum heutigen Zeitpunkt gibt es zumindest erstmal nichts Aktuelles dahingehend zu vermelden. Und inwiefern dann noch was von unserer Seite her an Tätigkeiten noch gemacht wird, werden wir dann auch kurzfristig und relativ aktuell auch informieren. Schauen wir noch kurz zurückkommen auf eine Situation, die eingangs schon angesprochen wurde. Das heißt, das Wochenende entscheidend für die Bildung der Zwischenrunde, weil ungerade und gerade Platzierungen dann eine Gruppe für die Zwischenrunde bilden. Natürlich wichtig um die Frage, Rechenbeispiele wären möglich, wird gerechnet am Wochenende? Ja, gab ja dazu schon eine umfangreiche Berichterstattung, wie wir das vernommen haben bei unserer Tageszeitung natürlich. Ist es keine Frage. Die Zwischenrunde lebt natürlich von den Teams, die in der Zwischenrunde aufeinandertreffen. Und es ist, glaube ich, auch absolut klar, dass ein Sachsen-Derby immer wieder wünschenswert wäre, auch in dieser Konstellation, die ansteht. Allerdings, und dort muss man halt realistisch sein, glaube ich, ist unsere Hauptaufgabe, sich auf unsere Mannschaft, auf unsere Spiele zu konzentrieren, dort weiterhin den positiven Fortgang zu fördern, den wir in den letzten Wochen erlebt haben. Und insofern werden wir sicherlich rechnen und uns informieren, wie es aussieht, aber ich sage mal in dem Sinne, irgendwo noch Einfluss zu nehmen oder irgendwelche Möglichkeiten dort im Voraus sich schön zu rechnen, glaube ich, das bringt nichts. Am Ende sportlich fair, so ist ja diese Zwischenrunde auch angelegt, zählt der Tabellenplatz am Sonntagabend dann, den man erreicht, beziehungsweise auch die anderen Konstellationen. Insofern gucken wir da gespannt, aber wir werden dort sicherlich kein Hexenwerk draus machen, um dort in irgendeiner Form was zu beeinflussen. Vielleicht noch ein weiterer Hinweis an alle Fans, die weiteren Spielpläne der SG Rathen, die weiteren angesetzten Spiele in der Zwischenrunde werden dann am kommenden Montag, soweit der Spielplan vorliegt, durch uns, durch die SG Rathen, die Fans natürlich kommunizieren. Damit zu Trainer Fabian Dahlem und vielleicht Einstieg der Frage zum aktuellen Kader, wie sieht es aus mit Verletzungen, Ausfällen und so weiter?
Ja, es ist im Moment noch eine schwere Periodezeit. Wir hatten eine bisschen schwierige Trainingswoche, hatten einige Ausfälle zu verzeichnen. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich in der kommenden Trainingssession einige Spieler zunächst zurückkommen und dann auch durchhalten werden. Dementsprechend wird sich dann das Team aufstellen. Auf Namen will ich jetzt hier momentan detailliert nicht eingehen, logischerweise. Und ja, wir werden sehen. Wir werden auf alle Fälle eine spielfähige Mannschaft haben und eine Mannschaft, die natürlich darauf brennt, das Spiel morgen auch gegen Garmisch zu gewinnen und auch am Sonntag wieder auch nochmal hier kurz zu gegebenen oder zu möglichen Rechenspielen nochmal Auskunft geben. Wir werden definitiv versuchen, beide Spiele die maximale Punktzahl zu erreichen und ich werde da keinsterweise irgendwie auf den Tabellenstand schauen, um mögliche Konstellationen herbeizuführen. Vielleicht noch auf eine Personalentscheidung diese Woche eingehen zu wollen. Maximilian Bauer hat das Team verlassen. Das denke ich, mit dem sportlichen Bereich die Entscheidung da gefallen. Eine kurze Einschätzung dazu? Ja, du hast es vor einigen Wochen schon mal uns herangetreten, dass er gerne einen Tabellenwechsel vollziehen würde, weil er hier ja, seine Möglichkeiten als sehr begrenzt ansieht. War schwierig hier mit dem jungen Mann von Anfang an in der jungen Truppe, dass er sich etabliert dementsprechend, so wie wir uns das vorgestellt hätten. Der Junge hat Potenziale durchaus, aber es hat irgendwie nicht so ganz gepasst für ihn. Und ja, es gab dann zum Beispiel Jan Tramm, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat und der dann an ihm letztendlich auch irgendwo vorbeigezogen ist, obwohl er mit wesentlich weniger Talent ausgestattet ist als der Max, aber dafür mit umso größerem Herz und Kampfgeist. Und das ist das, was diese Truppe hier braucht. Spieler mit dem dementsprechenden Charakter. Und ja, und somit haben wir dann der Bitte entsprochen, den Max ziehen zu lassen. Und wir wünschen ihm alles Gute. Schauen wir auf die sportlich anstehende Aufgabe der Eisberater am morgigen Freitag, 31. Januar. Das Heimspiel gegen den SC Rissesee ist sicherlich eine Überraschungsmannschaft in der diesjährigen Saison. Eine schwere Aufgabe, die da bevorsteht? Ja, so überraschend auch nicht. Die Garmischen haben sich sehr, sehr gut verstärkt und deswegen sollten wir da hier mal das alles in die richtige Relation setzen. Eine Mannschaft mit einem guten Grundstamm, die sich im Sommer hervorragend verstärkt hat und jetzt ja, eine gute Runde spielt, auf hohem Niveau spielt und es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Garmisch ist eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer zu spielen ist. Es wird Geduld gefragt sein morgen, möglichst nicht in Rückstand geraten, kontrolliert auftreten, kontrolliert spielen, um möglichst lange einen engen Spielstand herbeizuführen und am Ende dann hoffentlich mit einem Nadelstich dann das Spiel auch für sich entscheiden zu können. Wichtig wird auch wieder sein, dass wir die dementsprechende Unterstützung von den Rängen kriegen und dann wollen wir sehen, was morgen passiert. Ja. Schauen wir mal ein bisschen voraus. Sonntag, 2. Februar, das Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren, was aber das wieder für eine Partie? Ja, auch im Moment ein bisschen schwierig einzuschätzen nach dem Trainerwechsel, wo die Hegmann jetzt dort das Ruder vom Hegen übernommen und ja, gut, dementsprechend wird die Mannschaft natürlich im Moment jetzt mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Schwung auftreten und zuletzt, glaube ich, 4 Heimsiege in Folge gefeiert, also dementsprechend schwierig wird es. In Kaufbeuren zu spielen ist immer sehr, sehr schwer, aber auch dort haben wir noch mal eine Sache gerade zurück im ersten Auswärtsspiel, dort haben wir sehr, sehr gut gespielt und haben es trotzdem nicht geschafft, die Punkte einzufahren. Wir wollen dort gewinnen und dementsprechend werden wir auftreten. Vielen Dank, Fabian. Damit die Fragen der anwesenden Pressevertreter. Am Sonntag ist Rudi Heinisch ausgeschieden. Wird er zurückkommen oder wird es eine längere Verletzung? Eine längere Verletzung wird es nicht übermorgen oder fürs Wochenende das kurzfristig zurückkommt. Das wird jetzt heute und morgen die Trainingseinheit entscheiden. Was hat er? Was hat er? Also was? Ja, eine Verletzung. Ja, du. Wir wollen jetzt die Körperteile der Verletzung nicht unbedingt preisgeben, weil man könnte ja dann praktisch dort gezielt dagegen vorgehen. Verraten Sie uns noch, welche Rechtsspieler diese Woche im Training gefehlt haben?
Es haben noch weitere Spiele gefehlt, ja. Gute Frage, aber wie gesagt, wir wären ja dumm, wenn wir hier alles preisgeben würden. Natürlich für euch von der Presse ist es natürlich sicherlich von Belang und ist ja vollkommen legitim, dass er dann nachfragt, wie gesagt, einen angeschlagenen Spieler jetzt hier preiszugeben, wäre, glaube ich, nicht ganz korrekt. Wobei ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht so schlimm. Matthias Horst hat gefehlt aufgrund dessen, weil er seit längerer Zeit ein Problem hatte mit einem Zahn und der musste ihm gezogen werden und dann wird er morgen mit Zahn irgendwie auflaufen. Schaut böse aus. Falls Martin Heinisch rausfallen sollte, welche Überlegungen gibt es zu André Schiedsholt, nachdem Sie ihn zuletzt mit dem Maike von Lauer gesprochen haben? Ja, wir haben ihn jetzt die Woche mal ein bisschen als Stürmer eingesetzt im Training, sodass er dann eben ein bisschen mehr Luft wieder hat und er könnte natürlich dann in die Stunden nach vorne rücken. Morgen wird Ryan Ney spielen und dann werden wir sehen, wie morgen das Spiel ausgeht und dann werden wir entscheiden, wie am Sonntag spielen. Das heißt aber nicht, dass jetzt Sebastian Albrecht mal wieder komplett aus dem Fokus ist. Er hat sehr, sehr gut gespielt in den letzten Spielen, sehr, sehr gut trainiert. Die beiden duellieren sich da im Moment auf recht gutem Niveau und am Ende wird es so sein, dass es besseres Spiel. Natürlich will ich jetzt hier morgen dem Ryan die Möglichkeit bieten, auch hier vor eigenem Publikum seine Fähigkeit unter Beweis stellen zu können. Weitere Fragen? Sehe keine Wortmeldung, dann möchte ich die Fenster als wir an Krimmelschau noch recht herzlich zum morgigen Heimspiel hier in das Kunstleistadion Krimmelschau laden. Erste Bulli gegen SC Rissosee am Freitag 20 Uhr und wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen. Vielen Dank!